Super Mario hat echt viele nice Games. Aber was auf jeden Fall nicht hat, ist eine Timeline. Und genau das habe ich heute gefixt. Mit einer möglichen Super Mario Timeline. Vor 10 Milliarden Jahren, bevor die Pilzgalaxie existierte, gab es Lumas. Ihr wisst schon, kleine Babysterne, die wir aus Mario Galaxy kennen. Ein besonderer Luma namens Sternenengel opferte sich für 1 Million andere Luma, um die Pilzgalaxie zu kreieren. Okay, aber warum hat er das gemacht? Ich meine, denen ging es doch gut. Zu der Galaxie kommen Sterne und einige Planeten, die natürlich super heiß sind und über die nächsten 5,6 Milliarden Jahre abkühlen müssen. 2000 Jahre vor Marios Geburt wird das Pilzkönigreich gegründet. Hier leben die Toads, kleine Männchen, die von pilzessenden Lebewesen abstammen. Und genau die vermehren sich. Und mit vermehren meine ich richtig viele. Habt ihr die Anzahl von denen im Super Mario Film gesehen? Aha. Naja, die bauen Häuser, haben Jobs und einen König, den sogenannten Mushroom King. In dieser Zeit gibt es auch den ersten Sternenfall, der nur alle 100 Jahre stattfindet und der groß mit einem Sternenfestival gefeiert werden muss. Und jetzt sind wir beim wichtigsten Event der ganzen Timeline. Mario wird geboren. Und kurz darauf haben wir auch unser erstes Game. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Hier wird Baby Luigi von Kamek entführt. Yoshi und Baby Mario machen sich auf den Weg, um ihn zu retten. Das Ganze passiert noch ein zweites Mal, und zwar in Yoshi's New Island. In Yoshi's Story versucht der böse Baby Bowser, Rache an den Yoshis zu nehmen. Er war nämlich der wahre Grund, warum Baby Luigi entführt wurde. Baby Bowser stiehlt den Happy Baum, die Yoshis erlangen ihn zurück und Bowser schwört auf ewige Rache. Und glaubt mir, ab jetzt probiert das sehr, sehr oft. In Yoshi's Woolly World, Crafted World und Island TS. Bowser hat aber nie wirklich eine Chance gegen diese kleinen Dinos. Machen wir einen ordentlichen Sprung nach vorne. Genauer gesagt, zum allerersten Mario Bros. Nach langer Jobsuche als Doktor, Maler und auch Jongleur findet Mario seine wahre Bestimmung als Klempner. Sein Bruder Luigi joint ihm bei diesem Job und zusammen werden sie die Super Mario Brothers. Die erledigen einfache Jobs in New Donk City. Bowser bekommt natürlich alles mit und schickt Truppen los, die Mario und Luigi einfangen sollten. Er hat sie gefühlt 15 Jahre lang beobachtet. Das schlägt leider komplett fehl. Mario und Luigi finden in der Zwischenzeit die Röhre zum Pilzkönigreich. Genau dieses Königreich will Bowser auch einnehmen, aber nicht selber, sondern mit seiner Armee aus Goombas, Koopas und Hammer Bros, die er durch verschiedene Röhren ins Pilzkönigreich schickt. Mario und Luigi besiegen diese Gegner und gehen in die Röhren, um herauszufinden, woher die ganzen Kreaturen kommen. Sie finden Bowser, der irgendeine Prinzessin gefangen hält, und besiegen ihn mit Leichtigkeit. Und guess what? Genau diese entführte Prinzessin ist das Oberhaupt des Pilzkönigreichs, Princess Peach, die aber leider jetzt nicht wirklich in Sicherheit ist. Denn Bowser kommt zurück, steigt aus der Lava und kidnappt Peach erneut, bevor die beiden Klempnerbrüder irgendetwas tun können. Über die nächsten beiden Games, Mario Bros. The Lost Levels und dem Super Mario RPG, wird Peach also mehrmals entführt und muss von Mario gerettet werden. Während Peach, Bowser und Mario im RPG abhängen, gewinnt Luigi im Lotto und bekommt angeblich eine Villa geschenkt, die leider komplett von Geistern voll ist. Denn es stellt sich heraus, dass König Boohoo hinter dem Ganzen steckt. Er hat außerdem Mario nach den Ereignissen des RPGs gefangen genommen und in ein Gemälde gepackt. Luigi bekommt Hilfe von Professor Eget, der ihm allerlei Tipps beim Geisterjagen bringt. Nachdem Luigi Boohoo mit seinem Staubsauger kurzerhand weginhaliert, kauft er sich um das gesammelte Gold im Game ein neues Haus. Verkauft dieses aber wieder, nach einer weiteren Geisterjagd in Luigi's Mansion Dark Moon. In Super Mario World entscheiden sich Mario, Luigi und Peach, nach all dem Drama in den Urlaub zu fliegen. Der Zielort? Das Dino Land. Sie wollen einfach mal chillen, nachdem Peach 3 bis 4 Mal gekidnappt wurde und Luigi am Geisterjagen war. Aber wer hat im Land auf alle gewartet? Dum, dum, dum. Es war Bowser, der nochmal Peach kidnappt. Hat er niemand anderen, den er entführen kann? Irgendwie Mario oder so? Mario, Luigi und ein abermals dazugekommener Yoshi besiegen Bowser ein für alle Mal. Bis zum nächsten Game. Super Mario Sunshine. Aber hier können Mario und Peach doch endlich Urlaub auf Delfino Isle machen, während Luigi währenddessen im Pilzkönigreich bleibt, um auf alles aufzupassen. Doch wie aus dem Nichts wird Peach plötzlich auf der Insel von einem Schatten-Mario entführt, der, wie sich herausstellt, die ganze Zeit Bowser Jr. war. Warte, Bowser hat einen Sohn, der anscheinend schon 13 Jahre alt ist? Naja, der ist jetzt plötzlich auch da. Mario und sein Gehilfe Flood besiegen Bowser Jr. und seinen Papa in einem riesigen Whirlpool, in dem sie ganz viele Früchte auf ihn werfen. Dann gibt's New Super Mario Bros., wo Peach wieder mal gekidnappt wird. Aber das ist nicht der Fall in Mario und Luigi's Superstar Saga. Hier stiehlt die böse Hexe Luke Miller lediglich ihre Stimme. Super Mario 3D Land ist der Teil, wo Peach das 7. Mal gekidnappt wird. Mario Bros. 3 dann das 8. und Paper Mario das unglaubliche 9. Mal. Hier ist Bowser aber zumindest ein bisschen kreativer, indem er einen Sternenstab nutzt. Das hilft ihm aber irgendwie auch nichts, nachdem Mario ihn mit seinen neuen Freunden wie dem Cooper oder Bombette einfach besiegen kann. Und jetzt großer Applaus für Peaches Geburtstag und Bowser kidnappt sie zum 10. Mal. Wir befinden uns in Super Mario Bros. Wii. Ein Spiel, das viele von uns sicher gut in Erinnerung haben. Darauf folgt direkt Paper Mario The Thousand Year Door. Hier ist die große Antagonistin die Shadow Queen. Ich meine, so groß ist sie auch nicht, weil es braucht nur ein Game, um sie endgültig zu vernichten. Bei Bowser hat das schon ein bisschen länger gedauert. Bowser's Inside Story ist mit Peach Kidnap Nummer 11 ein weiteres nicht so wichtiges Game in der Timeline. Anders schaut es in Mario Galaxy 1 und 2 aus. Hier will Bowser
nämlich nicht nur das Pilzkönigreich übernehmen, sondern das ganze Universum neu gestalten. Während dem Sternenfestival, das nach 100 Jahren wieder stattfindet, reist Mario durch die verschiedenen Galaxien und schafft es, Bowser in die Quere zu kommen. Über das ganze Game sammelt er Powersterne ein, die im Zuge des Festivals auf die verschiedenen Planeten gefallen sind. Während Mario Galaxy 2 reist Captain Toad mit Toadette durch die Welt, was zu den Ereignissen aus Captain Toad Treasure Tracker führt. Okay, ganz kurzer Reset. Das Sternenfestival ist voll im Gange. Mario hat das Universum gerettet. Captain Toad ist ein absoluter Macher. Und Bowser, ja, der greift wieder mal ein Königreich an. Genauer gesagt das Sprixie Kingdom aus Super Mario 3D World. Also Zeit, ihn nochmal zu besiegen und sich danach auszuruhen. Und das tut Mario auch. Richtig lange ausschlafen. Während seines Schlafes träumt er jedoch von seinen Freunden, die mit ihm ein ganz neues Abenteuer erleben. Die Abenteuer von Super Mario Bros. 2, das immer schon ein bisschen strange war und wie ein Traum gewirkt hat. Nachdem Mario wieder wach ist, bemerkt er jedoch, dass irgendwas komisch im Pilzkönigreich ist. Wo ist Princess Peach? Die ist wieder mal weg. Und deswegen reist Mario mit einer Röhre zu ihrem Palast. In ihrem Palast findet Mario heraus, dass Bowser sie entführt hat. Nicht nur das, sondern er wollte auch die Macht der Powersterne für sich haben, die vom Sternenfestival übrig geblieben sind. In Mario 64 besiegt Mario Bowser mit der Macht der Powersterne. Bei Peachs 15. Kidnap zwingt Bowser die Prinzessin, ihn zu heiraten. Mario verfolgt die beiden in einer Odyssee und cancelt die Hochzeit, während die beiden vorm Altar stehen. Also für Bowser echt no bueno. Bowser sieht ein, dass er Peach einfach nicht haben kann und gibt sich geschlagen. Doch dann wird Peach erneut entführt, aber diesmal vom bösen Count Black. Er will in Super Paper Mario die ganze Welt vernichten und nicht einmal Bowser möchte das haben. Er tut sich also mit Mario und Luigi zusammen und gemeinsam retten sie die Welt. Mario und Peach reisen ins Pilzkönigreich zurück und treffen dort auf Mopsy. Ein kleiner Hase, der regelmäßig Toadhäuser ausraubt. Bevor sie den violetten Bro jedoch schnappen können, kommt Bowser zurück und entführt Peach einmal mehr. Er ist voller neuer Energie, nachdem Count Black beinahe Erfolg mit seinem Plan hatte. Mario ist schon richtig verzweifelt. Er dachte, dass Bowser endlich zu den Guten gehört. Er bittet um Hilfe und stellt ein ganzes Team auf, das die Prinzessin zurückbringen soll. Mario, Luigi, Toad, Toadette und Mopsy? Ja, Mario konnte ihn überreden gegen einen Haufen Geld. Dieses A-Team kann Peach Gott sei Dank aus Bowsers Gefangenschaft befreien. Doch dann hat Bowser eine Idee. Wie kann ich nur 16 Mal hintereinander verlieren? Da muss es doch eine Lösung geben. Oh, ich hab's. Ich entführe einfach Mario anstatt Peach. Und genau das erleben wir in Super Princess Peach. Bowser stellt in Mario Bros. Eine Falle, wird aber von der Prinzessin höchstpersönlich in die Schranken gewiesen. Ja, so sind Prinzessinnen nun einmal. Mario und Luigi Dream Team, Paper Mario Sticker Star und Super Mario World 3 sind die Kidnap-Versuche 17, 18 und 19. Ha, vielleicht sollte ich dieses Video umbenennen in wie oft wurde Peach von Bowser gekidnappt. Mario und Luigi Paper Jam. Luigi stößt auf ein magisches Buch, das Marios großartigste Abenteuer beschreibt. Gemeinsam mit einer papierigen Variante von ihm und seinem Bruder bekämpfen sie zwei Bowser. Den normalen und Papier-Bowser. Nach dem Game kann Papier-Bowser seine Niederlage kaum fassen und schwört auf Rache. Mit Hilfe der schwarzen Farbe von Prison Island entführt er selber Peach, hat aber auch als Origami-Version ziemlich schlechte Karten. Kidnaps 22 und 23 führen uns durch die Spiele Super Mario Run und Super Mario Bros. 3. Puh, nach diesem ganzen Abenteuer wird es aber endlich mal wieder Zeit für Urlaub. Und hey, wie passend! Mario, Luigi und Peach werden zu einem exklusiven Urlaub in das Last Resort Hotel eingeladen. Stellt sich nur heraus, dass dieses Hotel wieder mal eine Falle von König Boohoo war. Ja, der will die drei wieder mal gefangen nehmen und abermals in Gemälde verwandeln. Luigi entkommt Boohoo und trifft im Keller des Hotels auf Igat. Ihr wisst schon, der Professor aus den vorigen Spielen. Mit der neuesten Erfindung des Professors, Luigi, besiegt der König Boohoo ein weiteres Mal. Ganz kurz, gibt es auch irgendwo mal ein Game, wo Mario und Luigi verlieren? Nee, nicht wirklich, denn selbst nach mehreren Jahren und Frieden auf der Welt sind Mario und sein Bruder einsatzbereit. Mario rettet Daisy in den Ereignissen von Super Mario Land und Luigi ist in New Super Luigi U zu stellen, nachdem Bowser ein allerletztes Mal versucht, Peach gefangen zu nehmen. Und auch in Super Mario Bros. Wonder scheint alles Pille-Palle zu sein. Naja, außer dass das entweder wieder irgendein komischer Traum ist oder doch alle Charaktere zu viele Pilze gegessen haben. Denn warum zur Hölle können die Blumen plötzlich singen? Und das war's mit der Timeline. Nach diesen ganzen Ereignissen hat sich Mario ordentlich Auszeit verdient. Jetzt fährt er Kart, spielt Tennis mit seinen Freunden oder trifft Sonic bei den Olympischen Spielen. Und selbst Bowser ist regelmäßig dabei. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Links findest du jetzt mein letztes Super Mario Gameplay und rechts irgendein random Video.